Feuilleton. Kiel im induzierten Antifa-Irre sein. Kein Ort für Neonazis. Mal unterstellt, zu Kiel triebe noch immer dieser oder jener sein Wesen, der rummäkelt, dass ihm an seinem Steuertropf hängenden Griechenland Blindengeldempfänger genau hingucken, wenn sie ihre Behinderungsstütze abfassen. 20.000 seit 2010 uns zugelaufene Ex-Jugos aus voller Brust. Lustig ist das Zigeunerleben, schmettern und sich alsbald die Schicksalsfrage stellt, 1 Liter Benzin oder Rotwein zum gleichen Preis? Wie jetzt, weder Topflappen gegen rechts gehäkelt, noch Kirschkerne für bunt statt braun gespuckt? Am 23. Februar, anlässlich der NSU-Opferschweigeminute, nicht die Schuld-, Scham- und Schandschnute gezogen? Ha, umzingelt und enttarnt. Hunsfurt, Neonazis. Der hat in Kiel die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die präsentiert Oberbürgermeister Thorsten Albig, SPD. Er will, flankiert von den Unsäglichen der Amadeo-Antonio-Stiftung und den üblichen Verdächtigen aus gottverlassener Kirche und Dressurelite, seine Stadt neonazifrei machen. Und damit das gelingt, ließ er 500 Blechschilder mit der Aufschrift »Kein Ort für Neonazis« fertigen. Schwarz auf Gelb, Zyklon B toxisch, an allen öffentlichen Gebäuden, auch am Gericht. Mit dem hat der Neo, wenn er sich nicht gerade erfrecht, einen anderen als den strafrechtlich befohlenen Blick auf die jüngere deutsche Geschichte zu werfen, nichts zu tun. Mit der städtischen Bedürfnisanstalt schon, ob er es noch bis nach Hause schaffte? Dort spielt er erstmal eine Runde Pogromli, ein, es macht mundlos, vom Zwickauer NSU-Triumvirat der ultimativen Apokalypse kreiertes Brettspiel. Und wie er sich so an der Auschwitzer Lagerstraße Fußballplatz und Schwimmbad reinzieht, fragt er sich, wie er dann an Orten, die nicht mehr für ihn sind, als Neo erkannt wird. Eine Art Judenstern? Gelb-schwarz zum Schild passend? Oder doch besser was von Bestand? Da könnte man sich einen Trick bei Rebecca Katschmann aus Mittweider ablauschen. Der ritzten nämlich 2007 Neonazis ein Hakenkreuz in die Hüfte, nachdem sie ein kleines Aussiedlermädchen vor deren Misshandlung rettete. Klar, dass ihr dafür verbürgerlichte Nachgeburten des Marxismus-Leninismus vom Schlage Cornelia Sonntag-Wolgasts und Monika Lazars den Preis Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen rechte Gewalt an die Antifa-Hühnerbrust hefteten. Dass sich Ritze-Ratze-Rebecca das Tattoo selbst beibrachte, tat dann weniger zur Sache. Ritzen gegen rechts eben. Aber auf die Hüfte? Da sieht's, die städtische Sauna, in die der Neo nicht mehr rein darf, ausgenommen, doch keiner. Wenn schon, dann auf die Stirn. Da wiederum kann man auf die Selbsterfahrung eines Neuöttingerner Hakenkreuzschneiders vom 29. November 2011 zurückgreifen. Auf die Lebkuchenmesser Manichels, Polizeidirektor aus Fürstenzell, dessen Ritzattacke ohne jedes Ergebnis eine 50-köpfige Sonderkommission auf Trab hielt sowieso. Kein Ort für Neonazis. Unser Neo hat gerade eine Schrumpfkopf-Entlausungsanstalt pogromliert. Klingt das nicht zu negativ? Besser. Zutritt nur für Demokraten. Reserviert für Antifaschisten. Political Corrects only. Hier kann man sich am Beispiel der Orthodoxen des Herrenmenschenvolks ohne Raum orientieren. In Mea Shearim, einem Stadtteil Jerusalems, sind Frauen verpflichtet, beim Passieren einer Synagoge zügig voranschreitend die Straßenseite zu wechseln. Als ob man das vom Neo, wenn er von einem Bürgerbüro der Linken vorbeischlendert, nicht auch erwarten könnte. Und dass er, wie die Frauen aus Beit Shemesh, im Bus hinten sitzt und beim Einkaufen gesonderte Kassen benutzt? Immer doch. Gleichwohl im Pogromli zu Grundbesitz gekommen, sorgt sich unser Neo schon. Was, wenn Kiel flächendeckend mit »Kein Ort für Neonazischildern« zugepflastert wird und er nicht mehr weiß, wohin mit sich? Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. In Gestalt Marvin Wiegands, Pubertierender am Villingen-Schwenninger Gymnasium am Romeusring, der unter der Adresse aktion.gegen.rechts@hotmail.de gegen das ultimativ Böse ficht, eher nicht. Marvin in seiner Mail vom 26. Januar 2012, frei von der koscheren Leber weg. Ich halte nichts von Ihnen, das sage ich Ihnen im Guten. Hoffentlich werden Individuen wie Sie bald vom Antlitz dieser Erde gefegt. Sie werfen mir und meinen Genossen also vor,
nur ein Werkzeug von antifaschistischen Gruppen zu sein. Das ist falsch. Ich korrigiere, wir sind ein Werkzeug der freien Welt, um parasitäre Wesen wie den Nazi zu vertreiben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. So lebensunerfahren, der pickelige Milchreisbubi? Das kann man von Ralf Dorschel, Redakteur bei der Hamburger Morgenpost, nicht behaupten. Der zog in seiner Mail vom 15. Februar 2012 wie folgt vom Leder. Sie sind ein Nazi. Einer mit Bildung offenbar. Damit unterscheiden Sie sich von 95% Ihrer Kumpels, die tump auf der Straße rumtaumeln und Menschen zusammenschlagen, aber nicht mal Ihren Namen schreiben können. Wie gern ich noch miterleben würde, dass auch der letzte von denen, inklusive Ihnen, einfach verreckt? War das diesmal unmissverständlich oder brauche ich jetzt wieder Prokura, um Ihnen zu sagen, dass Sie ein Nazi-Arschloch sind? Von der Erde fegen? Vertreiben? Verrecken? Arschloch? Unser Neo sieht Kiel vor lauter Schildern nicht. Er sollte ins mecklenburgische Jamel rüber machen. Wie es da lang geht, kann er im Spiegel 1.11 nachlesen. Hinter der Bushaltestelle lagen Bierflaschen, Autoreifen, Benzinkanister. Grundstücke waren mit Stahlketten gesichert, im Vorgarten zerrten Kampfhunde an ihren Ketten. Am Wochenende dröhnte Nazirock über die Felder aus dem Wald. Piff, paff knallten Schüsse. Und Frau Kantelberg-Abdullah und ihre 50 Sebnitzer Schwimmbadzwerge lassen artig grüßen. Wendy Lohmeyers, Horst und Birgit, roter Fels in brauner Brandung, durch den Weiler gingen, haben Kinder die Hand zum Hitlergruß. Willkommen zu Hause, Neo. Gleichwohl, wie lange noch?